So, da sind wir wieder draußen. Sie ist schon seit Tagen verschwunden. Ihr Leute könnt uns doch nicht einfach weiterlaufen lassen. Und ihr könnt nicht einfach so in unsere Häuser hineinplatzen. Sieht aus wie ein Oger. Ich frage mich, irgendwie verschwinden die ganzen Leute hier, oder was? Können wir da mit jemandem reden? Wer es sich leisten kann, flieht in die Städte. Winfried ist ja ganz angenehm, aber wenn er erstmal ins Reden kommt, ich glaube, mit denen kann man nicht so richtig reden. Hier kommen wir aus dem Dorf raus. Kämpfen traue ich mich noch gar nicht, weil ich hier noch... Ich weiß gar nicht, wie das Kämpfen geht, ehrlich gesagt. Das sah aus, als wäre da irgendwas. Ich gehe mal hier über die Brücke eben. Ihr habt doch nicht zufällig hier in der Gegend eine junge elfische Edelfrau gesehen. Ja, wenn es so wäre, würde ich es natürlich direkt melden, denn wir haben selber den Auftrag, die zu finden. Da kommt nichts. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz da unten zu den Häusern hin. Hui! Flitze, flitze, pupitze! Tränke, günstige Tränke, Tränke und au, au. Eine junge Frau lehnt sich gegen einen Wagen. Ein Arm und eine Seite ihres Gesichts sind mit Bandagen bedeckt, unter denen du rohes, welliges Fleisch erkennen kannst. Von ihren Wundverbänden dringt ein minziger, scharfer Geruch zu dir herüber. Sie grinst schmerzhaft. Gerade erst angekommen? Ich wollte gerade einen Teil meines... Hört sich an wie ein Opa. Gerade erst angekommen? Ich kannte gerade keine Oma, ich bin zu heiser. Gerade erst angekommen? Ich wollte gerade einen Teil meines Lagerbestands trocknen, aber du kannst dich trotzdem gerne umsehen. Wie hast du die Verbrennung erlitten? Sie schaut zu Boden. Durch die Flamme. Wie schlimm sieht es aus? Es muss schrecklich sein. Es sieht so aus, als würde es schmerzen. Nur ruhig, so schlimm ist es nicht. Ich bin überrascht, dass du so noch ins Freie gehst. Cruel. Wen kümmert es, wie es aussieht? Dass du in Ordnung bist, das ist die Hauptsache. Ich sag mal, so schlimm ist es nicht. Ha! Notlügen erkenne ich spielend, aber trotzdem danke. Ich hatte ein Jungdrachennest östlich der Ortschaft beobachtet. Das Biest blieb gerade lange genug, um einen Haufen Eier zu legen und zog dann weiter. Sie schaut ihren bandagierten Arm an und verzieht das Gesicht. Wollte mir eigentlich nur ein Ei holen, aber ich wusste nicht, dass schon so viele geschlüpft waren oder dass junge Lindwürmer ihr Territorium so heftig verteidigen. Was ist denn an Dracheneiern so besonders? Die gehören zu den stärksten Mitteln, die die Gestandenen kennen. Abgesehen von Karo Golem natürlich. Das zu nehmen würde ich niemandem raten. Dracheneier aber sind bekannt dafür, die Gestandenen kühn zu machen. Zielgerichtet. Manche glauben sogar, sie würden vor Biawaks schützen. Sie zuckt mit den Achseln. Ich weiß nur, dass alle hinter Tränken her sind, die aus Dracheneiern gemacht wurden. Aber die verdammten Straßen. Ich kann keinen meiner Zulieferer kontaktieren und bin deshalb darauf angewiesen, was ich mir im Wald zusammenschnorren kann. Dürrwurz, Flussschilf und dergleichen. Ich könnte ein Ei für dich besorgen. Sie starrt dich unverändert an, aber in ihren Augen siehst du aufkeimende Hoffnung und ihre Mundwinkel beginnen zu zucken. Ich hoffe wirklich, dass du mir nichts vormachst. Noch einmal ins Feuer zu langen, könnte ich wohl nicht aushalten. Sie beißt sich auf die Lippe. Wenn du das ernst meinst, würde ich dich auf jeden Fall dafür bezahlen. Vergiss aber nicht, dass Dracheneier trotz ihrer Größe ziemlich zerbrechlich sind und mit einem intakten Ei kann ich viel mehr anfangen. Sie zieht einen ihrer Verbände zurecht. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wenn du dich bald wieder ins Getümmel der Straßen stürzen wirst, hätte ich da einige nützliche Wundsalben für dich. Eigentlich suche ich ja nach einer verschwundenen Edelfrau. Oh, die Tochter dieses Fürsten. Als ich sie neulich morgens sah, war sie ganz grün im Gesicht. Ich nahm an, dass sie lieber für sich alleine blieb. Was war mit ihr los? Sie zupft an einen Verband. Nichts gegen dich, aber ich kenne dich ja kaum. Ich bin keine Klatschtante und ich möchte dem armen Mädchen auf keinen Fall mehr Schwierigkeiten machen. Lord Harren sagte, dass die Reise sie krank gemacht hätte. Sie lacht. Das war keine Reisekrankheit. Glaub mir, ich weiß, was ich sehe. Mist, Wissen 4 kann ich nicht. Vielen Dank für die Information. Was ist an den Straßen verkehrt? Ein verabscheuendes Geräusch rasselt aus ihrer Kehle. Briganten, Plünderer, such es dir aus. Die Götter mögen ja unsere Babys aushöhlen, aber es sind die Erwachsenen, die den Rest von uns ausradieren. Die Leute strömen nach Trutzbucht, weil sie hören, dass dort gesunde Kinder geboren werden. All die Flüchtlinge und verlassenen Häuser locken Verzweifelte jeder Art an, wie Hunde Scheiße, die fliegen. Okay, zeig mir deine Waren. Sie geht zur Seite. Selbstverständlich. In den Regalen ihrer Karre stehen Konservengläser, Fläschchen und gebündelte Papierstapel. Ich glaube, wir werden davon erstmal nichts brauchen.
Move-Items will ich gar nicht. Können wir da vielleicht Mouse-Over? Haben wir da vielleicht? Ich weiß nicht mal, was das ist, ehrlich gesagt. Das würde ich gerne wissen. Er zeigt es mir noch nicht an. Hier ist noch ein Fragezeichen. Huch. Fragezeichen hier drauf. Aha, 10 KP. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Texte. Nestei, eine neue Quest. Und wir gehen mal ganz kurz hier hinein und suchen ein bisschen die Häuser ab. Hier scheint nicht so viel zu sein. Fläschchen und gebündelte Papierstapel. Was ist das da? Okay, da kann ich irgendwas nehmen. So, habe ich einfach mal mitgenommen, habe ich hier geklaut. Den Tisch kann ich leider nicht so richtig untersuchen, weil da bei mir nichts kommt. Okay, dann verlassen wir das Haus mal wieder. Sehr viel mitzunehmen gab es hier ja nun nicht. Außer zwei Säcke Mehl oder was auch immer das war. Ich entschuldige mich, wenn ich mich ab und zu räuspern muss. Was ist denn hier los? Man hätte meinen können, dass ein Oger in der Nähe einige Briganten vertreiben würde. So rum. Eieiei, ich muss hier viel vorlesen, mein lieber Herr Gesangsverein. Was ist das für ein Schild? Eigentlich würde es natürlich jetzt da unten rechts stehen, tut es aber gerade nicht. Aber wie gesagt, das hier ist natürlich auch die Gamescom Beta und die Vollversion wird später ganz anders aussehen. Wen haben wir denn da? Winfried. Ach, da ist ja der Winfried. Ein beleibter, grinsender Mann steht hinter einem windschiefen Holztresen und poliert ein Faustschild. Er schaut hoch. Hab dich hier noch nie gesehen. Freue mich immer, ein neues Gesicht im Dorf zu sehen. Gesellschaft ist gut fürs Geschäft und Plauderei ist gut für die Seele, sage ich immer. Wie auch immer, was kann ich für dich tun? Ich suche nach einer jungen Frau namens Aelis. Der Fürst hat dich auch schon herumfragen lassen, was? Er grunzt. Ach, naja, wenigstens fragst du freundlich. Schon schlimm genug, dass eine kleine Armee ins Dorf einrückt. Aber nein, dann müssen sie sich auch noch wichtig machen und einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Er schüttelt seinen Kopf und kichert. Das ist eben das Problem mit diesen Fürsten. Sie denken, dass sie aufgrund ihres Geldes und ihres Familiennamens das Anrecht auf eine Sonderbehandlung hätten. Sie erwarten, dass jeder wie ihre Diener um sie herumschlawinzelt. Nein, mein Herr, solche Leute haben wir hier im Dürrwald nicht. Wir haben uns schließlich von der Idee abgespalten, um solchen Unsinn zu entgehen. Wenn sie denken... Winfried, konzentriere dich. Ich suche nach dem Mädchen. Entschuldige, was hat irgendwas davon mit Aelis zu tun? Ich verstehe schon, warum du dich so fühlst, aber momentan suche ich nur nach seiner Tochter. Komm zum Punkt, bevor ich meine Geduld verliere. So, ich verstehe schon, warum du dich so fühlst. Natürlich, natürlich. Ich wollte gerade von ihr sprechen. Er räuspert sich. Froschmals. Ich habe sie nicht gesehen, zumindest nicht seit sie verschwunden ist. Sie ist meistens für sich alleine geblieben. Er zuckt mit den Schultern und poliert den Faustschild weiter. Aber du weißt ja, wie Frauen so sind. Sobald man zwei von ihnen zusammenbringt, gibt es endloses Getue und Gerede. Was wohlgemerkt gar nicht schlimm ist, das soll keine Kritik sein. Man hat halt nur den Eindruck, als ob ihnen nie die Themen ausgehen würden. Das Mädchen schien ziemlich still oder vielmehr ausgesprochen scheu, wenn ich das sagen darf. Aber selbst Hendina hat sie zum Reden gebracht. Was einem zeigt, wie sehr man sich irren kann. Hendina? Eine Alchemistin. Betreibt einen kleinen Stand in der Dorfmitte. Begabte Dame, aber sie hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Aufeinandertreffen mit Lindwürmern. Sie hatte Glück, dass es nicht der große Oger war, der in letzter Zeit hier durch die Gegend streift. Hast du schon gehört? Vor ein paar Tagen hat er Rumbald alle Schweine gestohlen. Sprich ihn bloß nicht darauf an. Das Thema ist für ihn immer noch ein Wunderpunkt. Und wenn man erstmal wegen dieser Ogern seinen Schwein in Rage gebracht hat, dann hört er mit dem Reden gar nicht mehr auf. Was ist denn in Dürfurt so vor sich gegangen? Oh, wir sind ein nettes kleines Dorf. Hier passiert nicht viel. Besonders nicht, seit das Vermächtnis zugeschlagen hat. Den Leuten wurde klar, dass sie keine Kinder haben können, also probieren sie es gar nicht mehr. Nicht schwer vorzustellen, dass das dem Alltag ziemlich viel Spannung nimmt. So, leben Sie wohl, wir brauchen nichts zu kaufen. Momentan. Also verlassen wir die Örtlichkeit und versuchen nochmal die Dame. Die Heilerin müssen wir nochmal versuchen irgendwie anzuhauen, weil die hat sich ja offenbar mit der unterhalten.
Hier ist noch ein Haus, aber da kommen wir nicht rein. Okay. Hier ist noch ein Haus, da kommen wir wahrscheinlich rein. Ich guck mal ganz kurz hier unten. Villager Mail, Villager Mail 07, die haben keine Eigennamen. Ein Guard. Und da ist Rumbald, den fragen wir nochmal. Das war der Schweinehirte, wie man sieht. Welche Stimme hat denn der? Irgendeine Spur vom Ogre oder von seinem Kopf? So, genug jetzt vom Ogre. Ich suche nach einer jungen, elfischen Edelfrau namens Aelis, Aggressive. Hast du irgendeine Spur von Aelis Harrand gesehen? Seine Hände ballen sie zu knorrigen Fäusten. Wie oft muss ich mich denn noch wiederholen? Ich habe diesen herumspionierenden Wächter doch schon gesagt, dass ich sie nicht gesehen habe. Aber das hat sie nicht davon abgehalten, auf meinem Grund und Boden herumzuschnüffeln. Brauchst du sonst noch was? Nein, nein, schon gut. Wir gehen mal lieber. Das hier ist wahrscheinlich auch nur ein Villager. Ich gehe nochmal ganz kurz da oben in die Mühle hinein. Oh, wie cool das aussieht. Ach, ist das schön. Ich hoffe, die Auflösung ist auf YouTube nicht zu klein. So, hier kann man überall... Also, ich kann Sachen angucken, aber da kommt bei mir kein Text-Overlay. Villager Male. Villager Female. Wenigstens leben wir nicht unter so Armtyrannen. Die meisten, die heutzutage hier durchkommen... Ja, da oben die Leiter kann man nicht gehen. Hier können wir nochmal gucken. Aber da steht für uns nichts. Ich weiß gar nicht, warum. So. Ansonsten, da unten haben wir noch einen... Ist das hier was Besonderes oder ist das nur so ein bisschen... Ist nur Spielerei. Ach ja, ich muss ehrlich sagen, da kommt echt wieder so ein bisschen Baldur's Gate-Feeling auf. Also nicht nur so ein bisschen. Auch hier durchs Dorf laufen und so ein bisschen auch der Hahn gerade eben. Der einfach so kräht. So, du bist einfach nur irgendeine Female? Ja. Hm. Ich probier's nochmal. Erzähl mir nochmal über das Drachenei. Aha, leben Sie wohl. So, kann ich denn jetzt ins Questlog gucken? Ich weiß gar nicht, wie ich das aufrufe, ehrlich gesagt. Das ist die Gebietskarte. Tempel von Berat, da waren wir auch noch nicht drin. Vielleicht gehen wir da mal hin. Ach, das sieht schon geil aus. So, wir können auch da rein, ne? Sehr gut. Dann kann man vielleicht mal die Geistlichen fragen oder vielleicht versteckt sich der Aelis ja hier. Mann, ich will wissen, was da steht. Und hier haben wir mit Großbuchstaben geschrieben den Kelbi oder Zelbi. Du suchst sicherlich nach Beotmar. Er ist nicht im Dorf. Ich sorge nur dafür, dass die Kerzen brennen, bis er wieder da ist. Okay, die Kerzen brennen offenbar, aber der Pope ist nicht im Dorf. Ich frage mich, wo der sonst ist. Ist er etwa die Aelis auf dem Altar opfern? Man weiß es nicht genau. Und ich frage mich, hier kommen wir jetzt auf die Übersichtskarte. Da bin ich gespannt. Free Palatinate of Durwood. Okay, wir sind hier und können quasi nur in dieses kleine Wäldchen da rein. Vielleicht können wir hier später noch andere Gebiete aufdecken. Also sehr wahrscheinlich. Du brauchst 6 Stunden, um deine Reise von nach zu beenden. Wir reisen 6 Stunden, hoffentlich nicht Realtime. Und es scheint Nacht geworden zu sein. Man mag es nicht glauben, es gibt tatsächlich, glaube ich, Tag-Nacht-Zyklen. Und offenbar gibt es auch Gegner. Wen haben wir denn? Ach du Heilige, was? Lion. Und davon gar nicht wenig. Ich habe keine Ahnung, wie man kämpft. Aber es funktioniert ganz gut. Deaktiviert schmutziges Kämpfen.
Oh, die Löwen kommen allesamt hier runter. Schaffe ich zwei? Boah, es sind ja drei. Ich frage mich, ob die später auch wieder respawnen. Hier haben wir noch einen Löwen. Oder eine Löwenhälfte. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Da scheint es in einen Dungeon runterzugehen. Pfgra. Da haben wir Pfgra. Okay, Rehkitze kann man vielleicht auch jagen. Ich probiere mal ganz kurz die Damen hier zu überreden, mich durchzulassen. Oha. Ach du Scheiße, ich glaube, das war keine gute Idee. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Okay, die Gruppe wurde eliminiert. Laden. Das war nicht so schlau, nachdem... Ich kann auch gar nicht laden. Oh. Ich hätte vielleicht zwischendurch mal speichern sollen. Ob sie den Entertainment präsentiert. Das ist natürlich ganz toll. Ich glaube, da hat es uns direkt mal dahin gerafft. Ja, auf jeden Fall, das ist... dann wahrscheinlich Pillars of Eternity. Weißt du was? Ich mache da jetzt einen Let's Test draus. Ich fange jetzt nicht nochmal ganz von vorne an. Man hat es zumindest gesehen. Ich freue mich auf weitere Versionen, wenn da vielleicht ein bisschen mehr funktioniert. Wir haben hier noch eine Menge Darstellungsfehler und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr frühe Becker-Beta V2.5.7. Die Vollversion wird natürlich ganz anders, nicht ganz anders aussehen, aber die wird zumindest sehr viel vollständiger sein. Und sowas hier unten wird dann natürlich nicht auftauchen. Auch die ganzen NPC-Namenshalter, die werden dann ersetzt und so weiter und so fort. Auch die ganzen Sachen, die momentan nicht eingeblendet werden und. Ich denke, da ist noch einiges zu tun. Das Spiel, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Wenn ihr die Kickstarter-Kampagne unterstützen wollt und euch eventuell auf ein Baldur's Gate 3 einlassen wollt, ich persönlich, ja, habe jetzt, ich mache keinen Let's Test daraus, glaube ich. Ich glaube, ich mache keinen Let's Test daraus, sondern ich spiele das einfach. Ich mache da noch eine Aufnahme. Dann erstelle ich mir wieder so einen Typen, laufe wieder ein bisschen rum und probiere wieder ein bisschen rum. Was war jetzt ein bisschen unglücklich, dass wir vorher nicht gespeichert haben. Es gibt natürlich noch keinen Autosave und so weiter. Das heißt, das ist natürlich alles noch sehr Rohmaterial. Ist auch kein Early Access, ne? Das ist kein Early Access, nicht verwechseln. Das ist momentan nur für Backer der Kickstarter-Kampagne. Und wenn ihr da selber einsteigen wollt, ich glaube, die müsste sogar noch, entweder ist die Kickstarter noch offen oder die haben eine eigene Kampagne, dann könnt ihr das gerne tun. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich persönlich mache jetzt mal kurz eine Aufnahmepause und dann schaue ich später mal wieder rein. Erstelle mir jetzt so wieder einen Charakter, spiele, quatsch nochmal mit allen, laufe nochmal ein bisschen rum, weil ich würde trotzdem nochmal gerne ein bisschen was von den Quests sehen und so. Bis jetzt haben wir nur gequatscht. Das wäre schön. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin und bis gleich. Tschüss.